auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Ja, recht herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel FC Nöttingen gegen SGV Freiberg in Stand 2:3. Und ganz besonders begrüße ich natürlich die beiden Trainer, Ramon Germann aus Freiberg und unseren Trainer Michael Wittwer. Ja, Herr Germann, zunächst das Wort an Sie. 2:3 Auswärtssieg, klingt knapp, denke ich, war auch recht knapp. Und ich denke, es gab ein paar Zittersituationen noch, die Sie auf der Bank durchzustehen hatten. Wie fällt Ihr Fazit zum Spiel aus? Ja, hallo von meiner Seite. Wir sind natürlich erstmal überglücklich, dass wir in der englischen Woche jetzt doch noch was Zählbares mitgenommen haben und vor allem in Nöttingen 3 Punkte zu holen. Das ist nicht so einfach und das hat man heute auch im Spiel gesehen. Wahnsinn, also die erste Halbzeit war aus meiner Sicht Wahnsinn. Die Gegentore, die wir bekommen haben, waren wir beides mal schon in Ballbesitz im 16er und wollen uns dann rauskombinieren, wo Nöttingen dann gegenpresst und einmal einen Elfmeter rausholt, einmal ein Tor daraus erzielt. Ja, darf uns nicht passieren, aber ich glaube, der Michael wird nachher auch noch ein paar Situationen aufzählen von Toren, die auf Nöttinger Seite nicht passieren dürfen. Nöttingen hat es gut gespielt, sehr, sehr gut. Dadurch, dass sie immer hinter unsere Kette auf die Außenposition gespielt haben, haben sie uns tief gehalten. Und ich habe meine Mannschaft, glaube ich, in keinem Spiel, was ich jetzt zumindest in dieser Saison erlebt habe, habe ich meine Mannschaft noch nie so defensiv gesehen, noch nie so, so kompakt hinten. Und ja, das war ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge von unserer Seite, weil Nöttingen natürlich auch vorne wahnsinnige Qualität hat. Und sowohl in der Box mit Schirk als auch um die Box rum mit den mit Ulusoy oder mit Di Piazza natürlich Wahnsinn und Brenner wahnsinnige Distanzschützen hat. Und deshalb war es natürlich sehr, sehr schwer für uns, dann in der zweiten Halbzeit die weiße Weste zu behalten. Ich bin heilfroh, dass wir das geschafft haben. Das 3:2 für uns ist im Spielverlauf nicht angemessen, aber wir haben am Mittwoch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, sind nicht belohnt worden, haben ein Tor von der Mittellinie kassiert. Und heute freue ich mich einfach für meine Jungs, dass sie das Ding rumgedreht haben und dass wir jetzt heute als Sieger vom Platz gehen. Ich wünsche dir, Michael, und deiner Mannschaft noch alles Gute für einen weiteren Saisonverlauf und dem Mario Bilger alles Gute, dass die Verletzung nicht so gravierend ist, wie es jetzt aussah. Danke. Vielen Dank, Herr Germann, für die fairen und ehrlichen Worte. Ja, Michael, der Kollege hat es schon gesagt, es gab sicherlich auf deiner Seite auch ein paar Situationen, wo du gehadert hast. Zum einen die Gegentore natürlich, dann war zweimal der Handschrei laut im Stadion zu hören, wo auch du von der Bank aufgesprungen bist. Am Ende steht die Niederlage. Wie fällt dein Fazit aus? Ja gut, erstmal Glückwunsch an Freiberg. Wir haben die 3 Punkte geholt, die wollen wir eigentlich heute hier behalten, ganz klar. Zum Spielverlauf, wir haben das Spiel natürlich in der ersten Halbzeit verloren, keine Frage. Nicht, wie es der Ramon schon gesagt hat, nicht, weil der Gegner nicht so übermächtig war, sondern weil bei uns in der einen oder anderen Aktion dann halt eine gewisse Naivität da war. Es geht halt einfach nicht. Da haben wir uns dann natürlich immer selber ein bisschen ins Hintertreffen gebracht, aber man muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, dass sie nach diesen Nackenschlägen, die man in der ersten Halbzeit, sage ich mal, hinnehmen hat müssen, dann so immer wieder zurückkommt, weiterhin 90 Minuten, auch bei den Temperaturen, beim dritten Spiel in dieser Woche, dann immer noch versucht, das Spiel zu drehen. Und wie gesagt, sagen nur so Schlüsselszenen, wie jetzt als der Jimmy eingewechselt wird und diese Riesenchance hat, einfach den Torwart ausspielen, den Ball über die Linie schieben, Ball nehmen, wieder auf den Anspielpunkt. Und ich glaube, wenn wir es 3:2 machen, so 20 Minuten oder wann das war vor Schluss, dann gewinnen wir das Spiel auch noch. Und wir hatten genügend Chancen in dem Spiel, nicht nur Ladenschuss Bilger, Kopfball Schürig an die Latte, dann jetzt zweimal der Leo noch in der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, die Chance vom Jimmy. Ich kann der Mannschaft eingehend keinen Vorwurf machen, wie sie über 90 Minuten aufgetreten ist. Wie gesagt, die Naivität bei den Gegentoren. Wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen. Freiberg hat natürlich sehr, sehr gute Kopfballspieler, so wie wir auch bei Standardsituationen. Das darf natürlich nach 2 Minuten
nicht passieren. Wie gesagt, wir haben im Parkgang das Tor aus dem Eckball gemacht. Es wird immer wieder im Fußball passieren. Deshalb mache ich da auch, ist es das Tor, wo ich natürlich am wenigsten kritisieren will. Die anderen zwei haben wir ja selber gesehen. Okay, nochmal, die Mannschaft hat es versucht, hat es probiert. Wir haben sogar darüber hinaus noch gegen wirklich einen kampfstarken, tiefstehenden, kompakt stehenden Gegner Chancen herausgespielt. Nicht nur mit langen Bällen oder mit Hau-Hoch-Fußball, sondern wirklich auch rauskombiniert. Und von daher haben wir, wie wir in der ersten Halbzeit naiv waren vor dem eigenen Tor, haben wir es in der zweiten Halbzeit naiv hergegeben vor dem gegnerischen Tor. Und dann haben wir schon drüber geredet, hätte ich mal vom Schiedsrichter auch mal noch den Mut gewünscht, dass er dann zumindest eine Aktion noch als Elfmeter wertet. Aber nachdem in der ersten Halbzeit doch das eine oder andere ihm gegenüber dann ganz verständlich von Freiberg, die protestiert haben, dann muss halt so ein Schiri auch mal noch den Mut haben. Und über die Äußerung von seinem Linienrichter, da legen wir mal den Mantel des Schweigens drüben, was der da drüben sich erlaubt hat. Das war schon ein Highlight. Wie gesagt, wir Trainer werden auf die Tribüne geschickt. Und wenn man das hört, was da drüben sich abspielt. Aber bei allen technischen Mitteln, die sie haben, da ein Piepser in der Hand, ein Headset am Ohr. Es fehlt nur noch der Videobeweis bei uns und es wird trotzdem keine Besserung eintreten. Wie gesagt, so eine Situation. Also irgendwo muss man als Schiri dann halt auch den Mut aufbringen. Da bringen die ganzen technischen Hilfsmittel nichts. Die können nicht reinpfeifen. Das liegt am Schiri dann. Das hat er nicht gemacht. Aber wie gesagt, nochmals Kompliment an die Mannschaft, die wie gesagt heute trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Danke. Herr Wittwer, zwei Fragen. Zum einen, Sie haben zweimal verletzungsbedingt gewechselt. Vielleicht können Sie schon was sagen, wie es den Spielern geht, ob man da schon mehr weiß, ob das was Größeres jeweils ist. Zum anderen wüsste ich gern, wieso Sie sich dazu entschieden haben, die Defensivformation auch taktisch zu ändern. Natürlich, wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, weiß man, dass auch Freiberg sehr gute Kopfballspieler hat, von der Größe auch einiges mitbringen. Deshalb habe ich mich für Niklas Kolbe entschieden, dass ich noch einen größeren Spieler mit drin habe. Ganz klar, des Weiteren auch, der Maiko hat jetzt als ehemaliger U19-Spieler, der im Seniorenbereich jetzt zwei Spiele von Anfang an in einer Woche gemacht. Ich wollte ihn da auch ein bisschen rausnehmen, dass er da nicht überspielt wird gleich nach ein paar Spielen, deshalb den Niklas. Ich habe dann begonnen mit einer Dreierreihe hin, weil ich ja auch weil wir auch Freiberg gesehen haben. Haben da gesehen, dass ja vorne mit dem Söckler Stoßstürmer ist. Da brauche ich dann nicht viel als Absicherung. Okay, das hat mit der Taktik nichts zu tun, wenn man nach zwei Minuten beim Standard ein Tor kriegt und dann noch ein Eigentor selber macht. Okay, und dann war es hinfällig, dann haben wir halt versucht, hinten mal die Viererreihe wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen, ein bisschen Sicherheit ins Spiel zu bekommen. Das haben wir dann dahingehend geschafft, deshalb haben wir geändert. Und ich sage mal, der Tolga war ein Ulusoy, das hat man ja im Spiel dann gesehen, er ist ein wertvoller Spieler, das für uns ist. Er hat die ganze Vorbereitung eigentlich komplett durchgespielt, war da sehr überzeugend, war jetzt auch verletzungsbedingt weg, längere Zeit. Deshalb habe ich ihn in Backnang noch geschont. Mir war klar, dass ich ihn heute hier zu Hause bringen werde. Aber wenn wir jetzt schon beim Tolga sind, wir haben natürlich die komplette Vorbereitung fast verletzungsfrei überstanden und seit die Runde beginnt, haben wir immer Schlüsselspieler, die uns ausfallen, sei es die Torhüter, sei es der Tolga, sei es hoffentlich nicht jetzt der Mario Bilger. Also das trifft uns im Moment auch vor allem auf den Schlüsselpositionen sehr, sehr hart. Und ja, okay, das ist dann halt die Frage, können wir das kompensieren, wenn jetzt der Mario Bilger länger ausfällt, wird die Zukunft zeigen. Dann weise ich noch einmal auf die kommenden Spiele hin. Weiter geht's am Samstag, kommenden Samstag in Ravensburg und dann zwei Heimspiele. Einmal Samstag, 22. September gegen Villingen. Spielbeginn dann um 14 Uhr und dann das Nachholspiel, das Derby gegen den ersten CFR Pforzheim, Mittwoch, 26. September um 18.30 Uhr. Ihnen, Herr Germann, für die weitere Runde natürlich alles Gute, gute Heimfahrt mit vielleicht etwas weniger Verkehr nach Freiberg und Micha, dir bau die Mannschaft auf und hoffen wir, dass es nicht allzu schwer ist mit den Verletzungen, die wir heute gesehen haben, sodass es am kommenden Samstag möglichst mit gutem Personal weitergeht. Ihnen noch ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier in der kleinen Arena. Vielen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.